So, heute haben wir mal wieder, nach langer Zeit, mal wieder einen Montagsgruß einer anderen Mahnwache. Diesmal kommt der Montagsgruß aus Würzburg, aus dem Süddeutschen. Und Susan hatte sich bereit erklärt, da, guck mal, wenn du da schauen kannst, da ist es ein bisschen besser, glaube ich. Ja, aber irgendwo ist auch ein Schalter. Wo geht das an? Alles klar. Entschuldigung, ich habe einmal. Viele Grüße aus dem wunderschönen Würzburg. Langsam rückt die kalte Jahreszeit näher und wir stehen hier dick eingemummelt mit Tee und Gebäck standhaft für den Frieden. Mit jedem kommenden Montag wird es ein Stück dunkler und kälter. Der besinnliche Dezember kommt zwar erst noch, aber jetzt schon ruft diese Jahreszeit in vielen Menschen das Bedürfnis herauf, sich über die zurückliegenden Monate Gedanken zu machen und Wünsche für das neue Jahr zu formulieren. In den letzten Wochen und Monaten ist viel passiert. Mahnwachen haben sich gespalten, umbenannt, Orga-Mitglieder wurden gewechselt, es wurde heftig über Inhalte und Umsetzungen diskutiert. Auch Würzburg ist davon nicht verschont geblieben. Einige haben die Orga verlassen, andere kamen hinzu. Die Namensumbenennung wurde vor kurzem auch beschlossen. Wichtig war uns aber allen, dass ein offener Dialog immer noch möglich ist. Manchmal braucht man eben erst ein wenig Distanz von den Geschehnissen. Deswegen möchten wir alle Mahnwachen zur Besinnung aufrufen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich darüber klar zu werden, in welcher Situation wir anderen Unrecht getan haben und über Schritte aufeinander zu, statt voneinander weg, nachzudenken. Aber auch wunderschöne Änderungen sind dieses Jahr passiert. Wir haben uns alle gefunden. Hier in Würzburg und auch in anderen Städten sitzen nun nicht mehr unbekannte Personen, sondern Freunde. Freunde, die durch gemeinsame Ideen und Projekte das eigene Leben bereichert haben. Genau. Plötzlich hat man das Gefühl, mit seinen Weltanschauungen und Ideen nicht mehr allein zu sein. Man merkt, dass wir etwas zusammen bewegen können. Könnt ihr euch noch an die bundesweite Mahnwache erinnern? Wir Würzburger saßen 4 Stunden zusammen im Auto und in keinem einzigen Moment herrschte Stille. In Berlin durften wir Teil etwas Wunderschönem sein. Uns überkam in Wellen eine Gänsehaut, die voller Energie war. Aber auch in Würzburg hat sich an so manchen Montagen Magisches abgespielt. Manche kamen unaufgefordert mit Kuchen zur Mahnwache, andere entwickelten am Mikro ein unglaubliches Selbstbewusstsein und wieder andere zeigten das Gefühlsspektrum von Trauer über Wut bis hin zu Humor. Für all diese Erfahrungen, positive wie negative, sollten wir dankbar sein. Durch diese Erfahrung sind wir heute, was wir sind. Heute sollten wir ein Zeichen des Friedens setzen. Sagt den Menschen direkt neben euch einmal, wie dankbar ihr seid, dass er oder sie heute hier sind. Setzt euch heute Abend noch an den Rechner und bedankt euch auch bei den Menschen, mit denen ihr im Streit auseinandergegangen seid. Frieden fängt hier bei uns an. Für die Zukunft wünschen wir Würzburger uns natürlich Frieden, offene Gespräche und viele gemeinsame Projekte. Schaut nicht nur so sehr auf eure Gegensätze, sondern öffnet einmal öfters auch mal auf eure Gemeinsamkeiten und vergesst Streitereien. Es lohnt sich nicht, aufeinander böse zu sein. Hiermit möchten wir uns bei euch offiziell bedanken. Unser Dank geht an den Gründer der Mahnwachen, an die Veranstalter der Mahnwachen in Würzburg und in allen anderen Städten, an alle derzeitigen und ehemaligen Orga-Mitglieder, an alle Teilnehmer und Helfer, an alle objektiven Kritiker und an alle, die Teil der Friedensbewegung sind und waren. Lasst uns auch nicht vergessen, aus welchem Grund wir hier stehen. Immer noch sterben täglich Menschen in Kriegen, durch Umweltkatastrophen und durch Hunger. Wir alle hier sollten dankbar darüber sein, zu dieser kleinen Minderheit zu gehören, die das Glück hat, nicht in einem Krisengebiet geboren worden zu sein. Daraus ergibt sich unsere Pflicht, sich für alle die Menschen einzusetzen, die unschuldig leiden müssen. Jeder sollte auf sich selbst schauen und über Möglichkeiten nachdenken, die Welt zu verbessern.
Es gibt so viele Kleinigkeiten, seinen Alltag ein kleines Stück zu verbessern. Durch das Vermeiden von Plastikabfällen, durch eigenes Recyceln und Reparieren von Gegenständen oder durch einen Kaffee für einen Obdachlosen. Natürlich aber auch durch die aktive Mitgestaltung der Mahnwachen. Im Sommer riefen wir so oft, wir gehen hier nicht mehr weg, und dieses Versprechen haben wir uns selbst gegeben. Die Friedensmahnwache in Würzburg geht hier nicht mehr weg. Egal ob zu Hunderten oder zu Fünft, wir stehen diese kalte Jahreszeit gemeinsam mit euch durch. Die nächsten Grüße kommen aus unserer Nachbarmahnwache Nürnberg. Warme und friedliche Grüße, eure Friedensmahnwache aus Würzburg.